Tried holding my hands up, I tried living for now, tried being there for others, I tried letting them down. Hi, willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute ist der erste Tag der 30-Tage-Saisonvorbereitung. Wir werden uns die nächsten Tage viel über die Themen Tischtennis unterhalten und vor allem um das Thema besser werden im Tischtennis. Ich werde meine Saisonvorbereitung dokumentieren und immer mal wieder verschiedene Einblicke in mein Training so mitgeben. So in mein Krafttraining, in mein Fitnesstraining. Dann auch bin ich viel unterwegs, führe Interviews mit großen Persönlichkeiten und auch ehemaligen Top-Spielern. Zum Beispiel habe ich vor kurzem erst ein Interview mit dem Vize-Europameister von 2003, Torben Wosi, geführt. Führe Interviews zum Beispiel mit Kian Ort oder anderen Nationalspielern, um so für euch den maximalen Mehrwert zu liefern. Also mein Ziel ist es, dass du im Tischtennis besser wirst. Ich versuche als dein Online-Coach im Tischtennis den optimalen Mehrwert für dich zu liefern. Im Moment stehe ich bei ca. 1850 TTR-Punkten. Am ersten Tag meiner Saisonvorbereitung hatte ich genau 1850 Punkte. Dann habe ich 3 Tage trainiert und gleich mein erstes Turnier gespielt. Ich habe das Turnier gespielt, um einfach zu sehen, okay, auf welchem Stand bin ich im Moment, und habe auch gleich den 2. Platz belegt. Aber eigentlich war das Ziel eben dabei, zu sehen, okay, wo sind meine Stärken und Schwächen, und dann kann ich jetzt bei der Saisonvorbereitung genau schauen, okay, wo muss ich mich verbessern und was passt so gerade, wie es ist. Beim Turnier habe ich ungefähr 15 TTR-Punkte gewonnen, da ich leider eben 2 Spiele verloren habe, statt nur 1, obwohl ich im Finale gewesen bin. Zu Beginn des Turniers habe ich nämlich gegen einen Anti-Top-Spieler gespielt, der recht unangenehm ist, und dann im Finale habe ich noch ein Spiel eben verloren. Da habe ich 2-1 geführt und dann leider knapp das Spiel verloren. Mal sehen, vielleicht gibt es während der Ligasaison eine Revanche. Das war Tag Nummer 1 der Tischtennis-Saisonvorbereitung. Morgen geht es weiter mit Video Nummer 2. Ich würde mich freuen, wenn du da auch wieder mit dabei bist. Wir sehen uns. Bis dann.